Heute geht es um das wichtige und soziale Thema Lebensmittelverschwendung. Wir leben in einer Überflussgesellschaft hier in Deutschland, auch in einer Wegwerfgesellschaft leider. Und gerade das Thema Massentierhaltung und sowas alles, das beschäftigt mich sehr und ist auch einer der Gründe, warum ich schon seit so langer Zeit jetzt Vegetarierin bin. Weil mir das Thema so wichtig ist, mache ich bei der sogenannten Food Waste Challenge mit. Die wurde von Penny ins Leben gerufen und ich finde es ziemlich cool, dass ein Supermarkt sowas mitmacht, weil ein Supermarkt ja eigentlich daran interessiert ist, dass die Leute möglichst viel kaufen, was ja dann auch beinhalten würde, dass viel weggeworfen wird. Und dazu sollte ich einkaufen gehen aus den Bereichen Obst, Gemüse und den Naturgut-Bio-Produkten und mein Besuch, die Mona, filmt mich dabei. Also, auf geht's! An Obstsorten habe ich eingekauft Zitronen, Erdbeeren, Kiwis, Bananchen und Trauben. Bei Gemüse und Salat habe ich mich entschieden für Feldsalat, Champignons, Paprika, Tomaten, Kartoffeln, Avocado und Frühlingszwiebeln. Zusätzlich habe ich noch eingepackt Bio-Eier, Landkornbrötchen zum Toasten, Joghurt, Gouda, Dinkel-Crunchy-Müsli, einen Nussmix, Räuchertofu, Dinkelnudeln und fettarme Milch. Aus diesem Einkauf werde ich jetzt versuchen, alles restlos zu verwerten die nächsten Tage. Ich bin keiner, der so geplant kocht, sondern eher so Freestyle, kreativ. Ich gucke einfach, was mich anlacht im Supermarkt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die kochen viel lieber geplant, was natürlich auch gut ist, weil man dann viel gezielter einkaufen kann. Aber ich liebe das auch, aus diesen Resten, die dann übrig sind, einfach was zu zaubern. Heute fange ich an mit einem bunten Salat und da liebe ich echt einfach alles reinzuhauen, was mir gerade gefällt. Ein paar Champignons, die kann man natürlich auch anbraten. Und ich finde, Trauben sind auch immer super im Salat. Die Trauben müssen heute dran glauben. Ich habe natürlich alles vorher gewaschen, was gewaschen werden muss. Und jetzt kommt noch eine kleine Spezialität von mir. Ich mache nämlich immer Käsecracker selber. Die tue ich jetzt in den Salat, aber die kann man auch einfach so machen und dann snacke ich die schon mal, wenn ich irgendwas gucke oder so. Seid gespannt, die kommen jetzt in die Mikrowelle. Gegen Food Waste hilft natürlich auch ein Hund, der das alles auffrisst, was man auf den Boden wirft. Ich stehe auch voll auf die 3-Sekunden-Regel. Also nur weil was auf den Boden fällt, muss man es auch nicht wegwerfen. Und abwaschen geht ja auch immer, ne? Fertig sind sie. Die sind voll geil. Ab mit euch in den Salat. Das Dressing verfeinere ich jetzt mit Zitrone statt mit Essig. Das ist nämlich ein super Ersatz, ein gesunder Ersatz. Hier wird ordentlich gepresst. Um hier keinen Food Waste zu haben, ist es ein super gesunder Snack, einfach in die Zitrone reinzubeißen. Boah, das ist ja voll der krasse Trick, den du da drauf hast. Gestern habe ich ja mit einem Salat angefangen, weil Salate halt am schnellsten schlecht werden. Und jetzt habe ich mir mal hier ein bisschen was zusammengestellt und ich habe jetzt für 3 verschiedene Frühstücke hier etwas liegen. Das heißt, ich kann eins davon heute machen, eins morgen und eins übermorgen. Manchmal hat man ja Bock auf ein süßes Frühstück. Dafür habe ich Obst und Müsli hier liegen und die Nüsschen. Und das Müsli kann man entweder wahlweise mit Joghurt oder mit Milch machen. Und für das herzhafte Frühstück haben wir ja hier diese leckeren Brötchen. Und dann liebe ich das, zum Beispiel aus so eine Avocado-Creme zu machen statt Butter und dann eben Käse drauf zu machen. Und dann schneide ich mir immer noch so Paprikascheibchen oder Tomatenscheibchen drauf, dass es ganz mal ein bisschen knackiger ist. Und die dritte Variante ist eben auf diese Toastscheiben einfach ein Spiegelei drauflegen. Das liebe ich auch voll. Ich schlafe übrigens nicht geschminkt. Ich habe mich natürlich fürs Video schon fertig gemacht. Ich möchte euch noch was zur Lagerung von Lebensmitteln erzählen, weil das ja super wichtig ist für die Haltbarkeitsdauer. Und zwar gibt es Lebensmittel, die halten sich im Kühlschrank länger. Wie zum Beispiel Pilze, Salate und Kernobst. Also die Trauben kommen in den Kühlschrank. Kartoffeln halten sich am besten im Dunkeln, also in Chris' Zimmer zum Beispiel. Zitrusfrüchte, wie die Zitronen, die ich geholt habe, halten sich am besten bei Raumtemperatur. Dann halten die sich mindestens eine Woche lang. So, ich habe mir hier mal ein bisschen was zusammengestellt für heute Mittag. Und zwar ist mein Grundlebensmittel Kartoffeln. Aus folgendem Grund, weil habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass der Säure-Base-Haushalt des Körpers super wichtig ist und die meisten Lebensmittel sind eben sauer. Man muss immer darauf achten, dass das durch basische Ernährung ausgeglichen wird. Und Kartoffeln sind ein basisches Grundnahrungsmittel und deswegen nehme ich die dazu. Die koche ich einfach und mache dann hier aus dem Joghurt mit den Frühlingszwiebeln und noch ein paar Gewürzen, Pfeffer und Salz, einen schönen Quark-Joghurt für hinterher zu den Kartoffeln dann dazu zu tun.
Und die Sachen hier, teilweise angebrochen, teilweise noch nicht, sind für eine miese Pfanne, wie der Chris das nennt. Dann kann man noch so ein Ei mit reinhauen, das ist auch immer ganz lecker. Und Käse, das bindet dann das alles nochmal so ein bisschen zusammen. Ich habe mal wieder was aufgebaut. Man kann nämlich aus einzelnen übrig gebliebenen Lebensmitteln, also vor allem Früchten, voll geile Getränke machen. Also ich meine, die klassische heiße Zitrone oder Zitrone einfach ins Wasser drücken und ein Wasser mit ja, also das kennt ja jeder, ne? Und dann kann man natürlich, wenn man so einen Mixer hat oder das geht auch mit so einem Pürierstab oder so, kann man sich natürlich total cool Smoothies machen aus einfach so Resten von Obst. Und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsdrinks, wenn man Bananen hat, die mittlerweile einfach schon sehr braun aussehen. Man kann es auch einfach reif nennen. Ja, überreife Bananen. Dann will man die ja nicht mehr so essen. Allein wegen der Konsistenz. Da kann man aber richtig geil Bananenmilch draus machen, weil diese Bananen, die sind mega süß, wenn die schon so braun und matschig sind. Und wenn man die dann in Milch püriert, dann gibt es doch richtig geile, süße Bananenmilch draus, ohne Zucker. Ich mache die jetzt immer auf oder versuche das mal, weil es gibt ja manchmal dann auch so Stellen, wo man sich denkt, die will ich jetzt nicht unbedingt im Essen haben. Aber wie gesagt, wenn man so einen Hund hat, Mona, dann hat man einen super Weiterverwerter. Deliziös. Ihr kennt das bestimmt, dass viele Supermärkte oder Lebensmittelhandel haben diese Bestimmung, dass Lebensmittel oder gerade Obst und Gemüse, was nicht aussieht, wie es aussehen soll, einfach ein bisschen krumm gewachsen ist oder so, ne? Dann wird das nicht mehr verkauft. Also aus ästhetischen Gründen. Deswegen würde ich sagen, wir erfinden jetzt den Hashtag gegen Obstdiskriminierung. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Behindertes Obst, hässliches Obst, das muss doch genauso behandelt werden wie anderes Obst auch. Biohelden dürfen auch mal Macken haben. Ja, so. Ich bin gegen Obstdiskriminierung. Hello again! Letztes Gericht. Ich habe ja noch die Nudeln übrig. Nudeln sind ja super, einfach auf Vorrat zu haben, weil die halten sich ewig. Nudeln sind normalerweise schlechte Säurebilder, aber Dinkelprodukte, Dinkelnudeln sind gute Säurebilder. Das heißt, das ist auf jeden Fall um einiges gesünder, schmeckt nicht jedem, mir schmeckt es aber. So, jetzt habe ich noch zwei Tomätchen übrig, bisschen Feldsalat, zwei Scheiben Käse und einen von den Räuchertofus. Und daraus mache ich eine geile Soße. Ich mag normalen Naturtofu überhaupt nicht, aber Räuchertofu ist voll geil. Das heißt, wenn ihr den noch nicht probiert habt, aber normal keine Tofu-Fans seid, probiert das mal. Das ist echt... Weint die denn? Die will das Katzenfutter. Ein kleiner Tipp noch, was man mit Nudeln vom Vortag machen kann. Einen Auflauf, einen Nudelsalat oder Bratnudeln. Und noch ein kleiner Tipp, um Lebensmittel grundsätzlich länger haltbar zu machen. Ihr könnt sie natürlich einfrieren. Einlegen macht sie auch länger haltbar und trocknen. Man kann so viel Obst zum Beispiel trocknen. Ich finde noch eine ganz interessante Info, dass 47% der Lebensmittelverschwendung in deutschen Haushalten vermeidbar wäre. Das Ganze ist ja eine Challenge, das heißt ein Wettbewerb gegen Lebensmittelverschwendung, an dem ich mit diesem Video eben auch teilnehme. Und es gibt eine Seite, auf der könnt ihr voten für mich oder auch für andere Leute. Das ist so bei einem Wettbewerb. Und den Link habe ich euch in die Infobox gepackt. Das Voting startet am 24.04. Ich freue mich natürlich, wenn ihr für mich votet. Nur so nebenbei gesagt. Und lasst natürlich auch einen Daumen nach oben für ein Video mit einem so, finde ich, positiven, wichtigen Hintergrund. Und vielen Dank an Penny für diese wirklich coole Kooperation. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!